Masochist. Psychopath. Psycho. Oh, ich freue mich auf Deus Ex 3. Und es gibt tatsächlich immer noch Leute, die haben den ersten Teil noch nicht gespielt. Fangen aber das Dreier an. Ja, den Zweier kann man ja getrost mal außer Acht lassen. Mal während wir uns vom Monster verstecken, kleiner Smalltalk. Den Zweier kann man getrost vergessen. Den Dreier kann man als jemand, der Deus Ex nicht kennt, gut spielen, da er sogar vor dem ersten Teil spielt und auch ähnlich wie der erste Teil ist, vom Gameplay her. Also... Könntest du es mal wagen, hochzugucken? Ich kann nicht aufstehen, Gott. Ich muss wirklich das Schwein. Ich sehe nichts. Ich bin gleich ein Schwein, hallo. Nope. Sehr schön. Ja. Mal Leute vielleicht die Deus Ex 1 kennen. Es gibt endlich wieder ein Inventar. Es gibt verschiedene Munitionstypen. Das Spiel fühlt sich einfach mehr auch wie der erste Teil an. Wie ich das sagen kann, ich verrate es nicht. Aber das werdet ihr ja die nächsten Tage sehen, wenn ich das Let's Play... Übrigens, das Let's Play zu Deus Ex 3 wird parallel zu Amnesia weiterlaufen. Also keine Sorge, ihr dürft euch weiter gruseln wie wir. Bitte komm nichts, bitte komm nichts, bitte komm nichts. Raus hier! Raus! Etz. Okay. Hammer und Meißel vielleicht? Das kann gut sein. Du bist ein Held. Ich hoffe mal, das ist nicht da hinten. Gut. Drains. Nee, es ist die Zisterne. Zisterne, ja. Jetzt sind wir für alle schwache Herzen da draußen ein bisschen sicherer vor Monstern. Denn jetzt geht's erstmal ans Rätsel lösen. Oh, Halleluja. So. Entspannung. So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. So, wer das gerade verstanden hat da unten oder mitgelesen hat, das Ding ist ein bisschen eingerostet. Wir müssen es ölen und ich weiß da zufällig unten noch... Dieses Giftzeug? Nein, ja, da unten können wir gleich mal kurz hinschauen. Wir können hier noch nicht weiter, denn hier unten ist Gift... Nein, nicht Giftgas, Gift. Das kommt später noch. Aber Wasser, das müssen wir ablassen. Und dann brauchen wir noch ein Antidote für das Giftgas. So... Aber ich spoiler und spoiler. Das ist eigentlich voll scheiße. Aber was soll's. So. Einmal. Und hepp. Und. Hey, runter. So. Zack. So. Es ist interessant, wie diese Holzleiter, diese fette Metallröhre so leicht umbiegen kann. Naja, wenn das Ding genug Gewicht hat. Die Röhre ein bisschen, keine Ahnung, alt ist. Die haben wir ewig gesucht, ne? Ja. Damals. Genau. Zip. Control Room. So, ah, Gerido. Herbert, how did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we plan. So. Ich glaube, ich kann ja auch einiges... Ja gut, ich könnte was anzünden.
Yep. So, wie war das denn hier? Diese komischen drei Dinger? Diese Valves? Das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Donk. Das war da drin. Da habe ich auch irgendwo, genau, Tinderbox. Ah, ein Zettel schon, dass ich nicht lesen kann. Noch mehr von diesen Valves. Mal noch eins da drin legen? Ich habe jetzt nichts gesehen, außer das hier. Okay. So. Ich kann schon mal. Dann nehme ich zwei auch gleich. So. Up. Und. Jawohl. Ach, ich baue noch die Pipes. Pipe. Da, auch eine Pipe für dich. Eine Pipe für mich und zwei In-Game-Pipes für dich. Du Sau! Schweinhund! So. Kraut kaputt. Ist bei Spielen nicht immer was unter den Treppen? Jedes Spiel ist, ich kenne halt irgendwo geheime Dinger unter Treppen. Wooden Crank. Oh, Crank, das war auch ein Film. Okay. Oh Gott, das war so ein schwules Schalterrätsel, ne? Ich sammle erstmal alles ein, wie ich es brauche. Ja, es kann sein, dass wir da so durchgegangen sind. Ah, ja. Ja, komm, her. Und, hepp. LOL. Nice. Das war gut geworfen. Ich kann die Tür auch nicht mehr zumachen. Zack. Lesen. So, we're gonna have to put in this machine. So. Gab's da nicht noch eine Seite 2? Nee, das muss. Gab's da noch eine Seite 2? Ich will jetzt nur sehen. Ne, das war eine Seite. Okay. Das war schon. Klick. Ach Gott. Ja, raus da. Ich weiß noch nicht mehr, wie man das hier deuten musste. Ha! Was ja, sage ich? Das war ja nicht direkt hinter der Treppe. Naja. Aber wir können es als sowas abhaken. So. Schweinerei. Phony. So. Miau. So. Ich finde es lustig, dass er weiß, wie man das hinrichten muss. Ich wüsste schon. Na, die Protagonisten in Videospielen können doch eh alles. Egal ob Pilot, Handwerker, Klempner. Kennst du Lester the Unlikely? Nein. Das ist ein Super Nintendo-Spiel. Das widerlegt deine Aussage. Der rennt sogar vor Gegnern weg. Das machen wir hier der, auch. Das ist, ja, das war jetzt eine doofe Aussage von mir, Entschuldigung. nee, das ist ein Jump'n'Run von der Seite natürlich und. Ach, du musst es einfach mal sehen. So, wie war das hier? Das Ding muss ganz rein, ne? Oh ja, steck's rein, tiefer. Oh, zieh meinen Stab, du Sau. Jawohl, komm. Ja! Das ist genau falsch. Schon mal alle? Ist hier noch. Oder hat das schon gereicht? Schau kurz mal die da drüben an. War hier noch was gelegen? Nein.
Da war die Crank.